Lege ich auch schon los. Ja, vielleicht werde ich die ein bisschen an der 30-Minuten-Länge schrauben, weil ich habe mich wirklich heute auch an einem Text werde ich mich festhalten, weil es teilweise ja ein bisschen geschichtstheoretisch und philosophisch zur Sache geht. Deswegen werde ich auch das vorlesen, aber ich hoffe, dass die PowerPoint das entsprechend auflockern wird. Im Oktober 2019 fand im Deutschen Historischen Institut in Washington die Tagung Digital Hermeneutics from Research to Dissemination statt. Diese wurde in Zusammenarbeit zwischen dem German Historical Institute, dem Roy Rosenzweig Center und dem C2DH organisiert. In der Abschlussdiskussion, an der unter anderem Alan Liu, Tim Hitchcock und Jessica Owens zu resümierenden Kommentaren aufgefordert wurden, entspannte sich eine interessante Diskussion darüber, wie sich die mannigfaltigen methodologischen und epistemologischen Implikationen des Digitalen für die Geschichtswissenschaften beschreiben bzw. fassen lässt. In anderen Worten, what does the D do to history? In ihrer Direktheit und vordergründigen Einfachheit verbirgt sich in dieser Frage eine Komplexität, deren Vielschichtigkeit und Verästelungen es mir bislang unmöglich gemacht haben, eine auch nur annähernd befriedigende Antwort auf diese Frage zu formulieren. Was ich Ihnen also heute präsentieren möchte, ist nichts mehr und nichts weniger als einen Einblick in diesen zeit- und standortgebundenen Denkprozess, der sich durch vielfältiges und vorsichtiges heuristisches Tasten auszeichnet und sich der Analogie von Michel Serres, nämlich des Randonneurs, verpflichtet fühlt. Schlagen Sie sich seitwärts, débrouillez-vous, so lautete Serres Ratschlag in dem Kapitel Methode und Wanderung in die fünf Sinne. Sich dem Digitalen als großes D anzunähern, fühlt sich in der Tat wie der von Serres beschriebene Exodus des Odysseus, jenen Weg, der sich durch Abweichungen, Fluktuationen und Zerstreuungen kennzeichnet, denn durch kartesianische Linearität. Die Semantik des Begriffs Randonnée, der im Französischen courir à randon, also das Verfolgen des Wildes und das Spurenlesen meint, im Englischen aber als random die Erinnerung an den unregelmäßigen, unvorhergesehenen Fluchtweg des Wildes behielt und damit auf die Zufälligkeit der zurückgelegten Strecke verweist, bringt genau jenes Gefühl der Ambivalenz zum Ausdruck, welches mich beim Versuch beschleicht, die multiplen Interferenzen des Digitalen in der Praxis historischen Arbeitens zu erfassen. Erfassen ist hier im kassiererschen Sinne als doppelter Akt des Begreifens gemeint. Alle geistige Bewältigung der Wirklichkeit, so schreibt Kassierer in Form und Technik aus dem Jahr 1930, ist an diesen doppelten Akt des Fassens gebunden, an das Begreifen der Wirklichkeit im sprachlich-theoretischen Denken und an ihr Erfassen durch das Medium des Wirkens, an die gedankliche wie an die technische Formgebung. Und zu diesen Themen haben wir ja heute Morgen schon diskutiert. Genau an dieser Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis, konzeptioneller Durchdringung und methodologischer Reflexion von Geschichtswissenschaft im digitalen Zeitalter setzen meine Überlegungen zu einer digitalen Hermeneutik der Geschichtswissenschaften an. Es ist dieses Spannungsfeld zwischen einer auf methodologischen Grundlagen des 19. Jahrhunderts beruhenden Disziplin und der sich radikal wandelnden Wissensökonomie des 21. Jahrhunderts, welches zum Überdenken und zur Anpassung zentraler Konzepte, Praxen und damit auch des Relevanz- und Wissenschaftsanspruchs des Fachs zwingt. Digitale Forschungsinfrastrukturen, Datenbestände und Werkzeuge beeinflussen heute die Art und Weise, wie wir Geschichte denken, wie wir Fragen entwickeln, wie wir sie machen, die Methoden und die Interpretation und wie wir sie erzählen. Kurzum, wie wir historischen Sinn produzieren und versuchen, das Vergangene deutend zu verstehen.
Als praktische Erkenntnistheorie der Geschichtswissenschaften interessiert sich digitale Hermeneutik also für die Spannung zwischen der Fremdheit und der Vertrautheit der historischen Überlieferung. Diesem Zwischen, welches laut Hans-Georg Gadamer, ich zitiere, der wahre Ort der Hermeneutik ist. Wenn wir also akzeptieren, dass Hybridität the new normal ist, wie Gerben Zachmer gesagt hat, brauchen wir ein Update der historischen Hermeneutik, um die methodologischen und epistemologischen Spannungen in aktuellen Praxen explizit machen zu können. Angewandte digitale Hermeneutik ist also ebenso sehr Theorie der Praxis wie Praxis der Theorie. Der konzeptionelle Rahmen der digitalen Hermeneutik lädt also dazu ein, systematisch über die digitalen Interferenzen im iterativen Prozess historischer Sinnbildung nachzudenken. Das heißt konkret, die Blackboxes von algorithmusgesteuerten Suchmaschinen zu öffnen und über die Heuristik der Suche in Online-Katalogen und Repositorien nachzudenken. Über die 6 Vs der Datenintegrität nachzudenken und uns in historischer Datenkritik zu schulen. Zu verstehen, wie digitale Werkzeuge und die epistemischen Objekte unserer Untersuchungen, wie wir sie kokonstruieren und den Benutzer damit zu einem Manipulator hochspezifischer Instrumente zu machen. Den Look of Certainty, wie Joanna Drucker es genannt hat, der Datenvisualisierung zu dekonstruieren, indem wir die indexikalische, aber dynamische und relationale Beziehung zwischen Backend und Frontend von dynamischen Interfaces erforschen. Und nicht zuletzt eine multimodale Kompetenz entwickeln, um die narrativen Konventionen der transmedialen Geschichtserzählung und die relationale Logik von Web-Applikationen und Archiven zu entschlüsseln. Über die mannigfaltigen Herausforderungen eines Updates der klassischen Hermeneutik im Bereich der historischen Quellenkritik habe ich mich erst kürzlich in meinem Aufsatz in den zeithistorischen Forschungen auseinandergesetzt. Auch zu Fragen der Werkzeugkritik finden sich in dem Blog des Doktorandenkollegs Digital History and Hermeneutics zahlreiche reflexive Notizen und Hands-on-Erfahrungsberichte, weshalb ich diese Teilbereiche der digitalen Hermeneutik heute ausblenden werde. Vielmehr möchte ich mich heute mit 2 anderen Dimensionen des Digitalen beschäftigen, welche, ich denke, bis dato einen vielleicht nur subtileren Einfluss auf die geschichtswissenschaftliche Forschung hatten, da sie eher geschichtsphilosophischer Natur sind. Zum einen die Dimension des symbolischen digitaler Werkzeuge und Infrastrukturen, also das, was Sheila Jasenoff und Sun Yung Kim als Socio-Technical Imaginaries bezeichnen. Zum anderen den Einfluss digitaler Quellenbestände, Archive und anderer digitaler Repräsentationen von Vergangenheit auf unsere historische Imagination und das, was Frank Ankersmit als sublime historische Erfahrung bezeichnet hat. Nicht nur in der populärwissenschaftlichen Literatur ist die Ära der Digitalität eng mit dem Nimbus des revolutionären und der disruptiven Kraft radikaler Innovation verbunden. Wie zuvor bei allen neuen Massenmedien geschehen, wurde auch der Erwartungshorizont des Digitalen durch soziotechnische Imaginationen geprägt, die auf relativ stabilen Tropen modernistischer und futuristischer Sprach- und Bildfiguren basiert. In seinem Buch The Digital Sublime aus dem Jahre 2005 hat der Kommunikationswissenschaftler Vincent Moscow die mythologische Dimension der Cyber- und Internetnarrative dekonstruiert und auf die subtile Anziehungskraft jenes Diskurses hingewiesen, der das digitale Zeitalter als radikal gesellschaftstransformierenden Einschnitt in der Geschichte der Menschheit konstruiert. Auch in der Geschichtswissenschaft postulierte der Pionier der digitalen Geschichtswissenschaft Roy Rosenzweig im Jahre 2003 den Übergang von einem Age of Scarcity, wie er es nannte, in ein Age of Abundance, welches sich durch ein nie gekanntes Angebot an online zugänglichen Zeugnissen aus der nahen und fernen Vergangenheit kennzeichnet.
Während der Topos der Informationsüberflutung sich wie ein roter Faden durch die Geschichte des Wissens zieht, hat das Internet und das World Wide Web in den Worten eines anderen Pioniers der digitalen Geschichtswissenschaft im deutschsprachigen Raum, Peter Haber, wir haben ihn heute Morgen schon erwähnt, ein weiteres Phantasma wiederbelebt, nämlich das Phantasma des universell verfügbaren Wissens, welches er in seinem Buch Digital Past als Google-Syndrom beschrieben hat. 10 Jahre nach Habers und Rosenzweigs Publikationen, Anfang der 2000er Jahre, wurden die Analogien von Wikipedia als Bibliothek Alexandriens unserer Zeit und der Wikipedianer als Diderots legitime Erben von der Big-Data-Metapher überrollt, die sich in Windeseile zum neuen Mantra gesellschafts- wie wissenschaftspolitischer Fantasien entwickelt hat. Dies nur, um in den letzten 2, 3 Jahren von der x-ten Renaissance der künstlichen Intelligenz als zentraler soziotechnischer Imagination überlagert zu werden. Als Technik- und Medienhistoriker wäre es für mich ein leichtes, die in diesen Diskursen zum Ausdruck kommenden Erwartungshorizonte zeitlich wie räumlich zu verorten und in die lange Dauer stabiler narrativer Muster von technischen Fortschrittserzählungen einzubetten. Doch dies ist nicht mein Anliegen und dies hat auch heute Morgen zum Teil ja schon in der ersten Keynote ist es behandelt worden von Thorsten. Vielmehr stelle ich mir die Frage, welche Vorstellungen von Zeit und historischer Imagination und Erfahrung in diesen Phantasmen, Metaphern und Mythen zum Ausdruck kommen und welche Bedeutung diese Vorstellungen oder Erwartungshaltungen für die geschichtswissenschaftliche Forschung haben könnten. Seit der sozialkonstruktivistischen Wende der Geistes- und Sozialwissenschaften wissen wir, dass Diskurse keine passiven sprachlichen Abbildungen von Realität sind, sondern aktiver Teil der Gestaltung von Gesellschaft und Politik, Wissenschaft und Technik sind. Sie beeinflussen damit auch die Art und Weise, wie wir über Geschichte denken. Meine Ausgangsfrage ließe sich also folgendermaßen reformulieren. Haben wir es beim Zeitalter der Digitalität mit einem neuen Zeitregime zu tun, welches unser Verhältnis zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf andere oder neue Weise rahmt? We have become victims of our ever-increasing capacity to store, organize, instantly access and share vast amounts of cultural data, so Simon Reynolds in seinem Buch Retromania. Not only has there never before been a society so obsessed with the cultural artifacts of its immediate past, but there has never before been a society that is able to access the immediate past so easily and copiously. Der rapide technologische Wandel erzeugt laut Reynolds Gefühle der Nostalgie und habe neben der Vergangenheit auch die Gegenwart zu einem foreign country gemacht. Diese Feststellung deckt sich mit den Befunden von Historikern und Kulturwissenschaftlern wie François Hartog, Andreas Heussen oder Aleida Aßmann, die unserer Gegenwart ein kulturelles Zeitregime attestieren, welches sich durch eine ausgedehnte, ja gefräßige Gleichzeitigkeit kennzeichnet, die alles in ihren Schlund zieht und nicht nur die Differenz der Zeiten, hier zitiere ich Hartog, sondern auch das historische Bewusstsein zerstört. Un présent monstre, so Hartog. Gleichzeitig kennzeichnet sich dieser Präsentismus laut Aleida Aßmann durch eine nie gekannte Reaktualisierung der Vergangenheit in einem neuen Chronotopos aus, in dem sich die Zugänge zur Vergangenheit vervielfältigt haben. Mich überrascht, dass keiner dieser Autoren die digitale Wende als eine der möglichen Ursachen dieses neuen Zeitregimes anführt. Machen Aßmann und Heussen den Memory Boom seit den 1980er Jahren als Hauptursache für das neue Zeitregime aus, verweist Hartog auf die Krise des modernen Zeitregimes, welches sich seit der Sattelzeit durch seine systematische Zukunftsorientierung auszeichnete.
Dagegen machen medienwissenschaftliche Studien sowie zahlreiche Autoren aus dem Feld der Digital Humanities die digitale Revolution und den Big Data Turn für diese, laut Gumbrecht, breite Gegenwart verantwortlich. Die Kultur der Digitalität zeichnet sich aus dieser Perspektive durch eine soziotechnische Imagination aus, die von der Idee der Konnektivität bestimmt wird. Laut Andrew Hoskins, einer der führenden Autoren im Bereich der Digital Media Studies, Memory Studies, ermöglicht der Connective Turn einen bislang ungekannten und privilegierten Zugang zur Vergangenheit. The networked self and society foster a view that collapses past and present into an orgy of hyperconnectivity, an impossible fantasy of prior generations with their now forgotten, closed and contained media imaginaries. Während Hoskins in der Hyperkonnektivität eine neue Erinnerungskultur in Echtzeit erkennt, deuten andere das digitale Zeitalter als Zeitregime, was ein neues Verhältnis zum Vergessen konstruiert. In the digital age, so Viktor Mayer-Schönberger, in what is perhaps the most fundamental change for humans since our humble beginnings, that balance of remembering and forgetting has become inverted. Committing information to digital memory has become the default and forgetting the exception. Mayer-Schönberger macht hierfür eine simple Rechnung auf. Waren der Aufwand für die Speicherung und Inszenierung analoger Zeugnisse immens hoch, also in Archiven und Bibliotheken etwa, sind die Kosten für die digitale Speicherung so dramatisch gesunken, ich zitiere, that it is simply no longer economical to even decide whether to remember or to forget. Forgetting the 3 seconds it takes to choose has become too expensive for people to use. Diese neue Form des Speicherns bezeichnet Aleida Aßmann als Verwahrensvergessen. Wir speichern tausende von digitalen Fotos, Videos und E-Mails auf unseren Smartphones und Laptops in der naiven Hoffnung, sie irgendwann einmal wieder hervorzukramen. Noch pertinenter stellt sich die Frage des digitalen Vergessens meiner Meinung nach beim Leitmedium des digitalen Zeitalters, dem Internet. Entgegen der weit verbreiteten Auffassung, das Internet vergesse nichts, warnte bereits die UNESCO in ihrer 2003 veröffentlichten Charter on the Preservation of Digital Heritage vor einem zukünftigen Digital Dark Age. Studien zur Halbwertszeit von Hyperlinks im Internet zeigen, dass von 100 Links nach 2 Jahren nur noch 50% funktionieren. Zu diesem als Link Rot bezeichneten Phänomen gesellt sich die Tatsache, dass die durchschnittliche Lebensdauer einer Webseite 8 Monate beträgt. Durch den exponentiellen Anstieg neuer Datenmengen wird also die dem dynamischen Charakter des Netzes eingeschriebene Tendenz zur Selbstauflösung kaschiert. Dieser ephemere Charakter des WWW stellt zukünftige Historikergenerationen vor enorme methodologische Herausforderungen. Wie Sie wissen, wird das Internet bisher nur extrem lückenhaft archiviert und selbst dort, wo dies geschieht, aufgrund von nationalen oder privaten Initiativen wie dem Internet Archive, haben wir es mit speziellen digitalen Konglomeraten zu tun, die Nils Brügger als Reborn Digital Medium beschreibt. Das World Wide Web ist ein Medium, welches sichtbare und unsichtbare Textebenen, Hyperlinks und fragmentierte Informationseinheiten in einer komplexen Netzwerkstruktur miteinander verbindet. Diese dynamische und relationale Architektur des Web ist dafür verantwortlich, dass wir es beim Wiederaufrufen archivierter Webseiten mit, im Sinne Brüggers, digitalen Wiedergeburten zu tun haben, deren informationstechnische, inhaltliche wie darstellerische Integrität auf multiple Weise korrumpiert sind.
Eine archivierte und wiedergeborene Webseite ist immer nur das Resultat einer doppelten Transformation. Sowohl die Archivierung, etwa durch Benutzung von Webcrawling-Software, als auch die Wiederaktivierung, zum Beispiel mit Hilfe der Wayback Machine, greifen aktiv in die semantische Ordnung und visuelle Repräsentation der relationalen Datenbestände ein und machen so klassische Prinzipien der Archivwissenschaft wie Respect des fonds und Respect de l'ordre obsolet. Es geht mir aber an dieser Stelle erneut nicht um das Problem der Authentizität oder besser der historischen Datenintegrität von Webseiten als historischen Quellen, sondern um die dem Web eingeschriebene doppelte Temporalität als Passive Storage und Active Memory Medien. Während Historikerinnen beim Besuch klassischer Archive nicht verändernd in die Organisation und Logik des Systems Archiv oder Bibliothek eingreifen, werden Nutzer der Wayback Machine zu Co-Konstrukteuren eines neuen epistemischen Objekts, da es die wiederbelebte Webseite so in der Vergangenheit nie gab. Wendy Chun, Professorin für neue Medien an der Simon Fraser University in Vancouver, spricht deshalb vom World Wide Web als enduring ephemeral, creating unforeseen degenerative links between humans and machines. Anders als die auch anderen Quellengattungen innewohnende Spannung zwischen Evidence und Erasure, man denke hier an Fotografien oder Tonbandaufzeichnungen, haben wir es bei Digitalisaten und besonders dem World Wide Web mit einer Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen zu tun, dessen Zeitlichkeit sich mit den Worten der brasilianischen Historiker Mateus Pereira und Valdeir Araujo als Updatism beschrieben ließe. A specific temporalization of time that connects the past with the present and the future. Entgegen der pessimistischen Note, welche in Hartogs Konzept des Präsentismus mitschwingt und in dem der Sieg der Gedächtnispolitik über die Geschichte bedauert wird, oder auch Gumbrechts Idee der breiten Gegenwart, in der das definitive Ende des Prozesses der Moderne beklagt wird, bedeutet Updatism den kontinuierlichen Akt der Reaktualisierung vergangener, gegenwärtiger wie zukünftiger Zeitbezüge in Echtzeit. Und dies eben nicht als individuellen Akt historischer Vergegenwärtigung, sondern als Resultat eines kollektiven und vernetzten Prozesses medialer Teilhabe und Partizipation. Doch bedeutet diese digitale Verfügbarkeit, dass ich mit dem mobilen Zuhandensein von Vergangenem auf Tablets und Smartphones auch die historische Erfahrung und Imagination verändern? Durchaus, könnte man sagen. Wie Wolf Kantsteiner und Todd Pressner am Beispiel der Erinnerung an den Holocaust gezeigt haben, stellen digitale Medien wie Twitter, Facebook und Instagram oder die virtuelle Inszenierung von Zeitzeugen im Visual History Archive der Shoah Foundation eine ästhetische und moralische Herausforderung für die Geschichtspädagogik wie Geschichtspolitik dar, da sie direkt auf die Wahrnehmung und Erfahrung von authentischen Zeugenaussagen oder Orten, etwa während eines Besuches des Konzentrationslagers von Auschwitz-Birkenau, einwirken können. Die Selfie-Debatte von 2004 hat die komplexe Überlagerung von institutionalisierter Gedenkkultur und digitaler Medienpraxis beispielhaft zum Vorschein gebracht. Authentisches Erleben vor Ort und synchrones Teilen der eigenen Dark Tourism-Erfahrung in sozialen Medien verschmelzen in der digitalen Erinnerungskultur zu einem historischen neuen Erlebnis. Erfolgreiche Inszenierung des Authentischen erfordere so im digitalen Zeitalter geradezu den Einsatz digitaler Medien, so Kantsteiner.
Am Beispiel der Erinnerung an den Ersten Weltkrieg auf Twitter, jetzt zum 100-jährigen Jubiläum, hat Frédéric Laber gezeigt, dass die Zirkulation von Nachrichten in den sozialen Medien ein eigenes Zeitregime bilden, welches sich radikal von der Longue Durée des kulturellen Gedächtnisses unterscheidet, welche die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg bis dato geprägt hat. Auf Basis der Analyse von über 3 Millionen Tweets, die zwischen dem 1. April 2014 und dem 22. November 2016 auf Basis von deutschen, französischen und englischen Hashtags in einer Datenbank archiviert wurden, stellt Claver die Hypothese auf, dass das Erinnern im, wie er es nennt, Hochfrequenztakt der sozialen Medien eine neue Qualität kommunikativer Gedächtnisbildung bedeutet, die sich durch verteilte Autorität und einen kollektiven Bezug zu den Spuren der Vergangenheit auszeichnet. Akzeptiert man den von Andreas Hepp und anderen postulierten kommunikationswissenschaftlichen Befund der Deep Mediatization, der besagt, dass sich unsere Gegenwart durch Rhythmussteigerung und erhöhtes Tempo der Kokonstruktion medialer Realität auszeichnet, so scheint es folgerichtig, dass auch unsere Erfahrung und Imagination der Vergangenheit, die im Wesentlichen medial vermittelt sind, von dieser Entwicklung betroffen sind. War die Geschichtskultur des 19. Jahrhunderts durch sinnliche Anmutungskraft historischer Romane oder Nationalmuseen, die des 20. Jahrhunderts durch die auratische Wirkung von Ton- und Bildaufzeichnungen geprägt, so regen im Zeitalter historischer Netzwerkvisualisierungen, Deep-Mapping-Technologien und multilinearer Zeitachsen in virtuellen Ausstellungen diese eben heute unsere Fantasie und historische Imagination an. Interaktive Interfaces und relationale Datenbanken, gefüllt mit tausenden oder Millionen Quellen unterschiedlicher Genres, erzeugen einen neuen historischen Sinn, der laut Alan Leo der Ideologie der Linearität von historischem Denken, verweigert. We might say that the essential hermeneutic, or what we might today call algorithm of historismus, was to interpret all the spatial and political barriers that impeded full-on human sociality as temporal delay. Civilization was the delayed action of sociality unfolding in historical time. The temporality of shared culture is thus no longer experienced as unfolding narration, but instead as real-time media. Dynamische Visualisierungen der komplexen Beziehung von historischen Prozessen und Ereignissen erzeugen oder können so ein neues Wissen erzeugen, welches Leo als hypergraphical knowledge bezeichnet. The digital age promotes hypergraphical models of knowledge that conform to a worldview in which knowledge is conceived by default to be multi-perspectival and multi-scalar, distributed in its foci and relations, and connecting all the disparate nodes and levels, ultimately networked. Wie Leo beschreibt auch der amerikanische Medientheoretiker Lev Manovich die digitalen Datenvisualisierung kultureller Artefakte und Sammlungen als neue Sprache, die wir erlernen müssen, wenn wir in Zukunft Sinn aus den Big Data of the Past generieren möchten. Denn bislang überlassen wir diese Sinnbildung, die sich meist auf die Sichtbarmachung von Mustern reduziert, welche auf Basis statistischer Modellbildung erzeugt werden, den Computer- und Datenwissenschaftlern, deren epistemische Kultur sich deutlich von der hermeneutischen Tradition der Geistes- und Geschichtswissenschaften unterscheidet. Zwar teilen sich beide Wissenschaftskulturen heute oftmals dieselben digitalen Werkzeuge und computer- oder softwarebasierten Methoden, aber die Problemstellungen und Untersuchungsobjekte divergieren erheblich. Ich zitiere Manovich: Thus, we have two research universes,
that often use the same computational methods, but apply them to different cultures. On the humanities side, we have the past that stretches into hundreds or even thousands of years. On the computer science side, we have the present that starts in the beginning of the 21st century. On the humanities side, we have artifacts created by professional elites. On the computer science side, we have artifacts and online behavior by everybody else. Die meisten soziokulturellen Daten, welche anhand algorithmusbasierter Machine Learning Methoden in den Computerwissenschaften analysiert werden, sind sogenannte Digital-Born-Quellen, meistens Social-Media-Daten. Dagegen haben wir es bei historischen Datenbeständen mit meist wesentlich kleineren Datenmengen und Mengen wesentlich höherer Komplexität zu tun. Die meisten Werkzeuge, die in der digitalen Geschichtswissenschaft im Bereich etwa des Text-Mining zum Einsatz kommen, etwa zur Eigennamenerkennung oder zur Themenanalyse, sind darauf programmiert, Muster zu erkennen oder Häufigkeitsverteilungen zu berechnen, nicht aber Abweichungen und Partikularitäten zu identifizieren, die uns als Historiker meist mehr interessieren als statistische Mittelwerte. Diese Spannung zwischen der maschinenbetriebenen Suche nach Mustern und Trends und der problem- und frageorientierten Suche nach dem historisch Speziellen und Partikularen erfordert auch methodologisch eine Hermeneutik des Dazwischenseins, die Stephen Ramsey als Hermeneutics of Screwing Around beschrieben hat. Trying to locate a hermeneutics at the boundary between mechanism and theory. Algorithmic criticism proposes that we channel the heightened objectivity made possible by the machine into the cultivation of those heightened subjectivities necessary for critical work. Tatsächlich scheint mir das Ausloten dieses Verhältnisses heute noch lange nicht ideal. Viele Forschungsprojekte, auch in der digitalen Geschichtswissenschaft, reduzieren sich häufig auf relativ simple Fragestellungen, etwa die Suche beziehungsweise Identifikation von sogenannten Named Entities wie Personen-, Orts- und Zeitangaben. Fragen nach dem Wo, Wer und Wann könnte man boshaft als kleines Einmaleins der historischen Arbeit bezeichnen. Fragen nach dem Wie, Warum oder Wozu lassen sich mit den meisten digitalen Werkzeugen bis heute kaum beantworten. Viele textbasierten Projekte der ersten und zweiten Welle der Digital Humanities zeichnen sich durch eine eher positivistische Herangehensweise aus, was der Logik der Instrumente und Werkzeuge geschuldet war, mit denen die digitalen Corpora befragt wurden. Das erkenntnistheoretische Potenzial solcher Arbeiten steigt meines Erachtens erheblich mit der Überwindung statistischer Modellbildung in Richtung Frage- und problemgesteuerter Simulationen. Darüber haben wir heute Morgen schon ausführlich diskutiert. Erst wenn die auf Mustererkennung und Häufigkeitsverteilungen spezialisierten Algorithmen mit komplexen Modellierungen historischen Wandels und struktureller Pfadabhängigkeit zu Raum- und Zeitsimulationen kombiniert werden können, wird meiner Meinung nach die digitale Geschichtswissenschaft neue Impulse zur Theoriebildung komplexer historischer Prozesse beitragen können. Es war der überwiegend ahistorische Ansatz der positivistischen und empiristischen Forschung im 19. Jahrhundert, der Wilhelm Dilthey dazu angespornt hatte, seine hermeneutische Theorie der Geisteswissenschaften zu formulieren. Ein historisches Verständnis der Vergangenheit fußt laut Dilthey notwendigerweise auf der Erkenntnis der grundsätzlichen Geschichtlichkeit sowohl vergangener als auch gegenwärtiger Tatsachen und Wirkungen. Ohne die Möglichkeit struktureller Kausalitäten zu leugnen, betonte Dilthey die Individualität der Wahrnehmung, der Vorstellung und des Denkens, die nötig sei, um einen kritischen Zugang zur Geschichte zu entwickeln und sowohl strukturelle Kräfte als auch individuelles Handeln deutend verstehen zu können.
Übertragen auf die digitalen Geschichtswissenschaften heißt dies in meinen Augen, dass erst die Kombination von maschinenbasierten Methoden des Distant Reading mit der hermeneutischen Methode des Close Reading dazu führen wird, generische Phänomene mit partikularen Erscheinungen in Verbindung zu setzen und so statistische Korrelationen auf ihre historische Relevanz überprüfen zu können. Diese Fähigkeit des Scalable Reading, des Ein- und Auszoomens vom Allgemeinen zum Spezifischen, also die Kombination der explorativen und interpretativen Analyse von Datenbeständen, ist eine neue Episode der Kulturtechnik des Lesens, die uns augenblicklich noch relativ fremd ist. Es wird wohl eine Generation dauern, bis diese neue Form des skalenbasierten Lesens uns so vertraut ist, wie uns heute das Lesen am Bildschirm oder das vertikale Scrollen am Smartphone ist. Wie schon bei Dilthey gilt es, uns dem Fremden im hermeneutischen Prozess des Dazwischenseins anzunähern. Ich zitiere: Die Auslegung wäre unmöglich, wenn die Lebensäußerung gänzlich fremd wäre. Sie wäre unnötig, wenn in ihnen nichts fremd wäre. Zwischen diesen beiden äußersten Gegensätzen liegt sie also. Sie wird überall erfordert, wo etwas fremd ist, das die Kunst des Verstehens zu eigen machen soll, so Dilthey in seiner Vorlesung zum Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften aus dem Jahre 1910. Dieses Scalable Reading, hier ein Beispiel eines Projektes, an dem wir beteiligt sind, des Impresso-Projekts, wird also auch darum gehen, dass wir Interfaces entwickeln, die dieses Herein- und Herauszoomen möglich machen, aber dann auch deutlich machen, wie wir als Nutzer solcher Interfaces aktiv in die Konstruktion der Bestände eingreifen und welchen Einfluss dies auf mögliche Interpretationen hat. Das ist auch ein Weg, den wir jetzt mit dem neuen Journal for Digital History gehen möchten, wo wir eben diese unterschiedlichen Ebenen, die Datenebene, die heuristische Ebene und die narrative Ebene auf neue Art und Weise miteinander ins Gespräch bringen möchten. Erst so, glaube ich, lässt sich auch neue Forschung im Bereich der digitalen Geschichtswissenschaft explizieren und nachvollziehbar machen. Ich komme zum Schluss. Wenn wir uns als Historikerinnen heute also computerbasierten Analysen und Interpretationen der Vergangenheit nähern, vollziehen wir genau jene hermeneutische Bewegung, die schon immer die Arbeit des fragend forschenden Geschichtswissenschaftlers war. Wir wenden das von Carlo Ginzburg beschriebene diagnostische Verfahren der Spurensuche an und erzeugen gleichzeitig historischen Sinn durch die Produktion neuer grafischer Erzählungen, nunmehr im digitalen Raum retrospektiver Wahrsagung, wie Ginzburg dies nennt. Dass uns die informationstechnischen und datenbankstrukturellen Hintergründe oder das Backend solcher digitalen Inszenierungen von historischem Sinn oftmals verborgen bleiben, macht im Benjaminschen Sinne vielleicht gerade deren Aura aus. Die Spur, so Benjamin, ist Erscheinung einer Nähe, sofern das sein mag, was sie hinterließ. Die Aura ist die Erscheinung einer Ferne, so nah das sein mag, was sie hervorruft. In der Spur werden wir der Sache habhaft, in der Aura bemächtigt sie sich unser. Auch wenn wohl nicht alle Historikerinnen von der Aura digitaler Repräsentation und Visualisierung gleichermaßen erfasst sein dürften, bin ich davon überzeugt, dass es für zukünftige Generationen von Historikerinnen von entscheidender Bedeutung sein wird, sich kritisch mit den Werkzeugen und Methoden der digitalen Datenanalyse und den Möglichkeiten datenbankbasierter Zeit- und Raumvisualisierungen auseinanderzusetzen. Sich als Historikerin und Historiker in interdisziplinären und kollaborativen Projekten. Drei Minuten. Ja, ich bin bald soweit.
sich als Historiker und Historikerin in interdisziplinären und kollaborativen Projekten auf die Auseinandersetzung mit Methoden und Konzepten der Datenwissenschaften einzulassen, bedeutet nicht nur, klassische Kompetenzen wie die Quellenkritik oder die Diskursanalyse auf digitale Daten und Korpora zu übertragen und den Spezifika digitaler Medien anzupassen, sondern auch einen Wissens- und Kompetenztransfer in Richtung der technischen Disziplinen. If data is king, context is its crown, so brachte der schwedische Medienhistoriker Pelle Snickers die Bedeutung der hermeneutischen Methode für die Digital Humanities vor einigen Jahren auf den Punkt. Genau diese Kontextualisierung von großen Datenmengen wird in interdisziplinären Forschungsfeldern wie der Klima- und Umweltforschung als die zentrale Herausforderung für die Zukunft gesehen. Wie aussagekräftig komplexe Modelle und Simulationen über vergangene Realitäten oder zukünftige Szenarien sein werden, wird eben nicht nur von der Menge der vorhandenen Daten abhängen, sondern auch von deren Kontextualisierung und kritischen Analyse und Bewertung. Big Data is the answer, but what's the question? Fragten 2017 schon die beiden Wissenschafts- und Technikhistoriker Bruno Strasser und Paul Edwards. Als kritische Wissenschaft, die Frage- und problemgesteuert ist, kann die Geschichtswissenschaft hier einen wichtigen Beitrag für eine Wissensökonomie des 21. Jahrhunderts leisten, was auf dezidiert provokative Weise 2014 schon von Joe Guldi und David Armitage in der Streitschrift The History Manifesto eingefordert wurde. Es geht also nicht nur darum, zu begreifen, what the D does to history, sondern auch darum, what history does to D. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.